Mein Name ist Katharina Jakob, ich bin Autorin und Schauspielerin. Und ich finde, dass Delfine ins Meer gehören und nicht in Delfinarien. Ich kann natürlich auch verstehen, dass möglichst viele Menschen Delfine mal mit eigenen Augen sehen wollen. Aber Delfine sind so intelligent. Die haben ein so reiches Emotionsleben und einen so ausgeprägten Bewegungsdrang, dass man sie unter gar keinen Umständen einfach so einsperren und in Gefangenschaft halten sollte. Dolphins are some of the most intelligent, emotionally capable, creative and social beings on this planet. And they do not deserve to swim around in a small pool all day for our entertainment. Delfine legen pro Tag mehr als 100 Kilometer zurück, tauchen 300 Meter tief. Und da kommt man sich in so einem Betonkasten vor, wie in einer Badewanne, lebenslang eingeschlossen. Tiere gehören in die Freiheit und nicht die Gefangenschaft. Deshalb wünsche ich mir, dass die letzten beiden Delfinarien in Deutschland endlich geschlossen werden. Ich finde, das Krasse an dem Punkt, dass es in Deutschland noch Delfinarien gibt, ist der Punkt, dass es noch Delfinarien gibt. Ich sage euch eins, Delfine in Gefangenschaft ist ein absoluter Blödsinn. Vergesst das mit diesen Delfinen in Gefangenschaft. Die brauchen Freiheit. Wasser ist Leben und deswegen, und Leben sollte frei sein. Bitte schließt die letzten beiden Delfinarien. Die Delfine sind nicht für unser Entertainment geschaffen und sie gehören nicht in Gefangenschaft, sondern in die Freiheit. Ich bin Alicia Melina, vierfach amtierende Profibox-Weltmeisterin und ich möchte heute mein Statement dazu abgeben, dass Tiere wie Delfine nicht in Gefangenschaft gehalten werden sollten. Mein gesunder Menschenverstand alleine sagt mir schon, dass es falsch ist, ein Tier, dessen Heimat der gesamte Ozean ist, in ein Planschbecken zu sperren. Sie leben in großen Sozialverbänden und können am Tag bis zu 100 Kilometer weit schwimmen. Das können sie in diesen sogenannten Delfinarien, in diesen Betonbecken eben nicht. Deswegen bin ich dafür, dass ich Delfinarien in Deutschland geschlossen. Mein Name ist Nico Rittenauer, ich bin Ernährungswissenschaftler und Autor und ich plädiere für die Schließung des Delfinariums, denn Delfine sind intelligente, hochsensible Wesen, die in Freiheit und nicht in Gefangenschaft gehören. Aus der Akteneinsicht im Delfinarium Nürnberg haben wir heraus erfahren, dass in diesem Fall beispielsweise mit Delfinen gearbeitet wird. Hi, ich bin Jamie Lee und ich bin gegen die Gefangenschaft von Delfinen. Delfine sind hochintelligente und hochsoziale Lebewesen, welche ihren natürlichen Lebensraum unbedingt brauchen. Deswegen schließt die Delfinarien. Schluss damit. Weder im Zoo, weder im Zirkus, egal welche Tierart. Und deswegen bin ich natürlich auch dafür, dass die Delfine nicht eingesperrt werden. Delfine gehören ins Wasser. Ist es nicht ein Widerspruch in sich, dass wir in der heutigen Zeit immer noch Delfinen zugucken, wie sie in Wasserbecken Kunststücke für uns vorführen und dass viele der Illusion glauben, die Tiere hätten Spaß dran, nur weil ihr Maul einem Lächeln gleicht? Ich bin der Meinung, dass Delfine nicht in den Zoo gehören, sondern ins Meer, in ihren natürlichen Lebensraum. Wohin gehören denn deiner Meinung nach die Delfine? Ins Meer und nicht so in einen geschlossenen Pool. Und da hast du völlig recht. Hi, this is Afil and I would like to ask you not to support any animal zoos, any circuses, and especially right now in Germany there's a big issue with using dolphins. So please do not support those places. Und deswegen mein Appell heute an euch, unterschreibt diese Petition gegen die letzten zwei deutschen Delfinarien und sorgt dafür, dass Delfine in Freiheit ihr Leben verbringen. Mein Name ist Florian Weiß, ich bin Journalist, Moderator und seit 15 Jahren auch Unterwasserfilmer und ich hatte ein paar Mal das große Glück, Orcas und Delfine in freier Wildbahn zu erleben. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass die letzten beiden Delfinarien in Deutschland, in Nürnberg und Duisburg, endlich geschlossen werden. Ich bin Petra Vivien und ehemalige Verhaltensbiologin. Über einen längeren Zeitraum habe ich Delfine in einem Zoo beobachtet. Und aufgrund ihrer Intelligenz können wir einfach keine artgerechte Unterbringung gewährleisten. Und deswegen gehören sie nicht in Zoos und Freizeitparks. Und Delfinarien sollten eigentlich schon lange, auch in Deutschland, der Vergangenheit angehören. Ich spreche mich gegen die Gefangenschaft von Delfinen aus. Ich hoffe, dass auch die zwei letzten Delfinarien in Deutschland bald geschlossen werden. Denn artgerecht ist nur die Freiheit. Bitte alle Delfinarien zumachen.